Tipp Nummer eins, fokussiert euch nicht auf das Tool, fokussiert euch auf das Warum. Zuallererst ist das wichtig zu klären, warum wollt ihr agiler werden? Was ist eure Zielsetzung? Also das Ziel, ähnlich wie auch bei OKR, das Ziel steht im Vordergrund. Und anhand des Ziels, der Zielsetzung, je nach Bereich in der Organisation, dann lässt sich erstmal ergründen, okay, welches Tool ist das passende? Also Gedanken machen, wo wollt ihr hin, was wollt ihr erreichen? Das Zweite, lasst euch nicht von Rückschritten entmutigen. Der typische Impuls ist, es geht schief, Mitarbeiter, ich habe ihn doch befähigt und er hat die falsche Entscheidung getroffen. Ich muss jetzt wieder Kontrolle übernehmen, weil ich habe es ja gemerkt, es funktioniert nicht. Lasst euch nicht von Rückschlägen entmutigen, probiert es weiter. Und Tipp Nummer drei, wichtig ist Effektivität, daraus folgt die Effizienz in der Reihenfolge.